Was zum Teufel? Abracadabra! Presto! Tada, 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 tada. Zauberer sind immer die Schlimmsten. Mama, bring ihr nicht diesen Mädchenscheiß bei. Wir sind nicht im Mittelalter. Hier. Aber ein Modepüppchen mit Glocken wie Wassermelonen ist genau das richtige Vorbild, ja? So? So ist es also? Barbie ist heutzutage eine verdammte Rennfahrerin, Mama. Sie kann Bungee-Jumpen und Paragliden und ich glaube, es gibt sogar eine mit Ausrüstung zum Bombenentschärfen. Danke für die Barbie. Mädchen können alles machen, vor allem Mathe. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Oh, fein, Barbie. Zeit für ein Abenteuer. Eine Stunde später. Das ist sie. Das ist mein kleines Mädchen. Wie konnte das passieren? Nun, Chelseas Rennauto ist mit über 200 Sachen gegen eine Wand gerast, also... Rennauto? Woher hat sie ein Rennauto? Mädchen erleben heute alle möglichen Abenteuer. Wir leben nicht im Mittelalter. Sie war 8 Jahre alt. Immerhin ist sie bei ihrer Lieblingsbeschäftigung gestorben, Mama. Ihr Hobby war... Ja, das ist ganz entzückend, wenn sie noch ein paar Formulare ausfüllen würde. Chelsea, das ist deine Schuld. Hurra! Hier spricht Lex Luthor. Nur ein Wesen auf weniger als 4 Beinen kann diese Frequenz wahrnehmen, Superman. Und das bist du. In circa 5 Minuten wird ein tödliches Gas die Stadt überströmen und halb Metropolis ausradieren. Ich weiß, das wird übertrieben, aber sonst schenkst du mir einfach keine Aufmerksamkeit, Superman. Meine Einladung zum Kaffee trinken würdest du ja nicht annehmen. Aber eine Katastrophe, die Menschen in Gefahr bringt. Naja, ich wusste, das kannst du dir niemals entgehen lassen. Flabbermarkengummis, jetzt erhältlich. Wo bleibt denn dein neuer Fahrer? Wer zum Geier bist du? Ich bin der Beste. Fahr los. Aber ihr seid zu viert. Scheißegal, fahr endlich. Abgemacht war nur der Transport von 3 Personen mit einem Gesamtgewicht von weniger als 250 Kilo. Und jetzt haben wir einen neuen Deal. Fahr los. Einer von euch muss raus. Hast du sie noch alle? Sie sind fast hier. Schon besser. Und los geht's. Komm schon, Mann. Sie holen auf. Darauf bin ich vorbereitet. Wollt ihr uns verarschen? Bananenschalen? Wow, die sind überraschend effektiv. Vorsicht! Sind das grüne Schildkröten? Wird schon sein, ich baller sie ab. Nein, die sind vom Aussterben bedroht. Juhu, juhu, juhu! Da willst du doch nicht durchbrettern, oder? Ich hab's euch doch gesagt, ich bin der Beste. Juhu! Hier draußen finden sie uns nicht. Du hast gerade gesagt, sie finden uns nicht. Sobald wir über die Brücke sind, haben wir es geschafft. Sie holen auf, verdammt. Tu doch was. Wir sind fast da. Sie schnappen uns. Drück an der Knöpfe. Nein, doch nicht stehen. Der blaue Schildkrötenpanzer trifft immer. Das führende Auto.